So, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Operation Raccoon City. Wir sind jetzt im letzten Kapitel, wir müssen nur noch Leon töten und dann, jetzt habe ich das schon vorweggenommen. Wir müssen nur noch das Spiel zu Ende bringen. Und ihr wollt, dass wir Leon töten. Wir haben euch ja abstimmen lassen. Es gibt ja drei mögliche Enden. Und ihr sagt, wir sollen ihn töten. Den armen süßen. Ich finde es Ja, gut, es war von ich finde Anfang das an auch mein Ziel. super. Ich finde das auch Ich. total gut. Ja. Ja, wir machen das ja entgegen der eigentlichen Hauptstory. Wir machen da so ein temporale Anomalie, oder? Wie war das bei Metal Gear? Was ist eine temporale Anomalie? Also, Wie war das hier, wenn du da außerdem auch jemanden tötest? Eine. ein Zeitparadoxon. Zeitparadoxum. Genau. Eine temporale Anomalie ist auch eine Abweichung in einer Zeitlinie. Ey, wir nehmen noch nicht mal eine Minute auf und schon haben wir wieder was fürs Leben gelernt. Echt super. Yeah! Ey, wenn wir nicht mal wieder den Bildungsauftrag erfüllt haben, ne? Wir sind besser als RTL auf jeden Fall. Das ist nicht schwer. Das ist richtig. Das N in RTL steht für Niveau. So. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich mache mal hier auf fertig. Oh Gott, ist das spannend. 3, 2, 1. Frohes Neues. Ich habe übrigens den Sound mal ein bisschen lauter gemacht. Jetzt im letzten Part lohnt sich. Mir ist aufgefallen, ich habe den total runtergestellt. Irgendwie. Jetzt weiß ich auch, warum diese Zwischensequenzen mal so leise waren. Joa, jetzt im letzten Part, naja. Besser spät als nie. Ja, ist richtig. Also ihr dürftet jetzt mehr verstehen, höchstwahrscheinlich. Er ist immer noch ein bisschen leiser, damit ihr uns auch hört, aber lauter als vorher. Ja. So, der ultra-epische lange Ladevorgang. Der dauert wirklich extrem lange immer. Ja, das hat ja auch die härteste Grafik-Engine der Welt zu laden. Ja, echt. Grafisch ein Meisterwerk. Ja, nee. Nee, nicht wirklich. So, mal sehen, ob man was versteht. Das hört sich ja schon besser an. Ja. Danke. Danke, Puffwurf 12, du hast recht. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich kann mir schon denken, was. Ja. Das Blöde, das sieht man bei mir gar nicht. Ja. Ach ja, stimmt, die haben uns ja sitzen lassen im letzten Part, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, die fanden uns zu nicht effektiv genug. Die Zentrale ist nur ein Rätsel. Können wir den Traum? Sie wissen, was wir können. Klar holen Sie uns hier raus. Okay, dann hoffe ich, dass der Sound nicht zu laut ist. So, kann ich hier rein? Ach nee, du stehst ein bisschen im Weg. Ach So. so, tut mir leid. Ja, ich, ist das jetzt Muss eigentlich ich mir für auch dich erstmal auch wieder kurz. blind oder hast du das komplett durchgespielt damals? Nee, ich sag dir Bescheid, an welcher Stelle ich dann aufgehört habe mit Spielen. Okay. Aber du hast es also fast durchgespielt. Fast durch. Am Ende war es mir dann ein bisschen zu blöd. Ich hatte auch die falsche Taktik, die wurde mir dann später erst mitgeteilt von so einem Resi-Übercrack. Gibt es dann so eine spezielle Taktik, die man dann machen muss, und dann kommt man da relativ easy durch. Ich wurde da ein bisschen überrannt. Okay. Oh, die rennen. Hallo, beiß mich nicht. Oh, wie? Das sind Crimson Heads. Die rennen. Die rennen. Und der Running Gag ist bis zum Ende dabei. Der war aber auch episch. Der. So, ich hab
gerade, ich bin echt raus aus der Steuerung so ein bisschen. Und wo geht's hier weiter? Ich komme gerade überhaupt nicht klar, weil ich habe jetzt die letzte Zeit wieder Red Dead Redemption gespielt. Nochmal von vorne angefangen. Nach langer, langer Zeit. Hat mal wieder Spaß gemacht. Und jetzt, naja, erstmal umgewöhnen hier. So. Ist doch geil, wie viel Blut die hier verlieren. Bei Red Dead Redemption alles realistisch. Ey, und hier ist ja wirklich so, also, weiß ich nicht. Uncut. Ja, was hätten die bei Game One gesagt? Selbst die Blutfontänen haben Blutfontänen. Ja, ja, das war bei The Darkness. Bei war The das Darkness, so. Ja. Darkness 2, das war. Aber ohne Scheiß, da hatten wirklich die Blutfontänen hatten Blutfontänen und da gab es ja noch Bluteffekte. Ja. Oh, Scheiße, ich blute. Ich also die Blutfontänen von dem Blutfontänen hat noch Bluteffekte. Das ist echt. Ah, warum drücke ich die ganze Zeit R2? Ja, ich stelle mich gerade echt extrem blöd an. R2, wo haben wir nicht R2 mit Schießen? Oh, ich blute. Das ist ja doof. Wir waren jetzt? Ach so. Ich habe übrigens eine neue Pistole gekauft. Und zwar die... Eine neue Pistole auf jeden Fall. Habe ich jetzt vergessen, wie die heißt. Ich hoffe mal, die ist besser. Die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Angeblich. Das ist ja schon mal wichtig. Ja, ich meine, eine Waffe ohne Schaden, ne? Das ist ein bisschen... Wir haben doch alle einen kleinen Schaden und können gut damit leben. Bisschen. Kleine, bin ich alle ein bisschen Bluna? Was? Kennst du die Werbung nicht? Oh, okay, nein. Die Werbung ist voll 90er. Das war so ein Erfrischungsgetränk. Das hieß Bluna und die Werbung war immer ziemlich crazy und dann hieß es immer, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Kommt mir bekannt vor, aber sagt mir jetzt so erstmal nichts. Ist ja richtig alt. Muss ich mal bei YouTube gucken. Gibt's da bestimmt. Bestimmt, da gibt's eigentlich alles. Außer Pornos, das ist ein bisschen schade. Also es gibt auch Videos, es gibt auch oben ohne Videos. Aber die werden meistens wieder gesperrt. Ich habe ja meine Home-Videos, meine Home-Pornos hochgeladen, die wurden direkt gelöscht, also ist eine Schweinerei. Ja, die haben verstehen einfach, das ist einfach erotische Kunst. Ja, die verstehen einfach diese Kunstform nicht hier, die YouTube-Hosts, die Administratoren. Ich meine, das gute alte Rein-Raus-Spiel. Ja, ja. Die sind da ein bisschen prüde. Können wir jetzt eigentlich schon weiterlaufen? Oder haben wir gerade einen Marker? Einen Wegmarker? Nee, wir müssen bestimmt die Zeit hier aushalten, wa? Wir haben Zombie-Marker. Und Textmarker. Zumindest hier in echt. Wollte ich immer so sagen, dass ich auch Textmarker besitze. Dein Telefon klingelt übrigens. Ja, aber das geht jetzt nicht. Ich habe meine Sekretärin, die geht daran. Okay. Das ist so der... Oh Gott. Ich brauche mal kurz hier Munition. Ja, nee, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt hier absolut gar nicht rangehen. No. Wieso? Ah. Oh, super. Blendgranaten gehen Zombies nicht, ne? Die wechseln immer Waffe. Ich vergesse immer, wie man Waffe wechselt. Ich habe eben schon aus Versehen so ein... L2. Ja, ich habe eben schon so ein Spray verbraucht, weil ich links gedrückt habe. Ja. Obwohl ich gar kein Uncharted mehr spiele. Ich überlege auch die ganze Zeit, wo ich jetzt R2 mit Schießen. Ich habe doch nicht irgendwas gespielt mit R2 Schießen. Red Dead Redemption gestern? Mit mir in der Runde? Stimmt, da war ja. R2 Schießen gewesen. Prägt sich gleich so ein. Super wieder mal. Rain. So. Oh, jetzt haben wir wieder einen Marker. Wo denn? Hier irgendwie. Warte mal, dahinter, kommt wieder hin. Hinter der Wand ist noch ein Datensatz. Da. Schnapp ihn dir, Tiger. Jawohl. Dafür werfe ich mich auch einmal auf den Boden. Juhu. Ich bin noch einen Zombie gefunden. Lauf, meine kleine Nacktschnecke. Au, das ist aus Resident Evil 2. Komm mir bekannt vor. Was? Der komische, der Zug hier in der Mitte. War das nicht, wo der Tyrant oder Resident Evil 3? Auf jeden Fall irgendein alter Resident Evil Teil. Da kommt mir total bekannt vor hier, dieser Zug, der dann so hoch und runter gefahren ist. Hier, also jo, diese Plattform. Ich muss mal kurz meinen Fernseher ein bisschen drehen. Ich hab hier so ein bisschen doofes Licht gerade. So, jetzt ist besser. Ja, ist ein bisschen dunkel und dann manche Ecken sind wieder ein bisschen hell und... Jetzt habe ich den mal ein bisschen gedreht. Du bist mal wieder weg, du.
Ja, ich bin ja einmal rum. Und ich werde jetzt nicht spoilern, aber für eine spezielle Stelle, die jetzt gleich kommen wird, ist der sehr von Vorteil. Ich hoffe, meine Nacktschnecke wird es auch richtig bringen. Ich meine, die ist ja allgemein gut. Boah, wie das Blut hier spratzt, ey. Geil. Es spratzt vor allem. Antivirus. Haben unsere Videos eigentlich eine Altersbeschränkung? Ich habe da nie geguckt. Hier die Resident Evil Videos. Stimmt. Ne, meistens sind das wirklich halt, was wir schon gesagt haben, hier die erotischen Videos, sag ich mal. Die haben Altersbeschränkung, aber so an sich, so Gewaltkram wird eigentlich nicht wirklich mit einer Altersbeschränkung versehen. Wüsste ich zumindest nicht. Zumindest nichts Virtuelles. Okay, was nicht virtuell an Gewalt ist, sollte vielleicht auch nicht auf YouTube hochgeladen werden. Nee, da haben wir mal ein kleines Kind da gefunden. Kannst du dich wahrscheinlich noch dran erinnern. Ja, der uns da auf irgendein Assassin's Creed Video da angemacht hat und der sich dann da seine Gewaltvideos selber gemacht hat mit irgendwelchen schlechten Videoprogrammen. Ja, das war mit wirklich irgendwelchen Plastikpistolen, da irgendwie mit seinem fetten Kumpel ist er da rumgerannt, haben sich gegenseitig abgeknallt. Und dann halt mit After Effects oder so halt noch Feuer und hier Mündungsfeuer und so da eingebaut. Also ja, es sah auch sehr, oh Gott ey, immer falsch. Ja, du hast mich sah auch sehr billig aus. Ja. Und das war so ein kleiner, so ein richtiger kleiner Bengel, den man am liebsten so richtig mal den Arsch versohlen will. Weißt du, so ein potenzieller Amok. Oh, hier ist ein Raccoon-Maskottchen. Oh ja. Cool. Ja, war so ein, ja jetzt nicht gegen kleine fette Jungs, aber... Nee, sein Kumpel war ja fett. Ach, sein Kumpel war fett, genau. Das war so zwei kleine... Ja, wir haben ja nichts gegen jüngere Jungs. Werdende Männer, junge Männer, wie auch immer. Aber es gibt welche, die dann auch richtig blöd dabei auch noch sind. Ne, weil wir werden ja oft genug gefragt, habt ihr was gegen Minderjährige? Nee, haben wir nicht. Aber manche sind wirklich, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja. So, wo geht's weiter? Ich weiß auch nicht. Ich darf nicht ins Licht gucken so lange, weil dann habe ich nicht mehr 30 Bilder pro Sekunde. Das ist wohl zu krass irgendwie zum Aufnehmen. Licht! Yeah! Oh, das ist, fuck, wie ist die nochmal? Ada Wong. Ada, ne? Ja, ich wollte gerade Trevor sagen. Was jetzt ist die so scharf? Die ist richtig scharf. Ich finde die, ach, die ist schon lecker. Ich habe Ada Wong in Anführungsstrichen auf der Gamescom getroffen. Da war so eine Animateurin, die sah original so aus und hatte auch dieses original rote Kleid, ne? Das hochgeschlitzte. Ja, da, die war schon ganz nett. Oh. Da hat sich was in der kleinen, so, das meinte ich jetzt hier, wo vorteilhaft ist, wenn man unsichtbar ist. Wow. Müssen wir die töten? Ich bin gerade verwirrt. Nein, wir können sie auch nicht töten. Wir müssen uns sozusagen hier vorbeischleichen. Ach so. Wie ist denn das dann später mit Leon? Das weiß ich nicht, soweit habe ich nie gespielt mit Leon. Ach so, aber wir töten ihn einfach, ist glaube ich das Einfachste. Ja. Das war's schon. Ach so. Ich habe mich durch den ersten Bereich halt unsichtbar gemacht. Geh mal weg da. Schnell. Ah, okay. Ja, ich war nicht weit genug weg. Ich geh mich mal kurz heilen, hätten wir glaube ich irgendwo noch einen Crowd. Jo. Ja, hier sind Crowds. Und damit meinen wir nicht die Deutschen. Aha. Wie so gut, dass meine Füße auf dem Schreibtisch liegen. Ansonsten müsste ich die jetzt hochheben, weil der Witz so flach war. Ja, der war schon richtig kacke. Der war ultra, ja. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder weggesprengt. Das ist so wie, Moin Mädels. Ja. Sehr altes Video. Kennt wahrscheinlich keiner mehr. Doch, die wahren echten Fans unter uns wissen das. Obwohl nicht mal wir noch wissen, in welchem Video es war. Let's Play Penumbra Part 18? Müsste ich lügen. 18, 17. Penumbra? Ah ja, ich kann mich schon noch ganz dunkel erinnern. Oh, Datensätze? Super. Hast du jetzt dich geheilt oder wurdest du geheilt? Ich habe mich geheilt. Und die anderen. Okay, dich nicht, aber du bist ja nicht so wichtig. Du kannst ja auf dich selbst aufpassen. Ich bin ja auch Ultra. Mach dich mal unsichtbar. Toll. Jetzt macht er sich unsichtbar, wo... Nee. Ich will kein MP. Avenger. Habe ich jetzt meinen Hammer? Ja.
Du hast ja irgendwie schon die Trophäe geschafft, mit jede Waffe im Spiel einmal benutzen. Da frage ich mich bis heute, wie du das gemacht hast. Ich weiß es auch nicht. Ich habe zum Beispiel die Handfeuerwaffen, die da habe ich ja eigentlich zwei Stück benutzt. Die Anfangspistole und die ich jetzt habe. Und die letzte, ich weiß gerade nicht mehr, wie heißen die? Starlight? MXY Starlight? Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall ist die ziemlich teuer und kriegt man erst ziemlich spät. Und die habe ich garantiert noch nie benutzt. Das heißt, ich kann gar nicht alle Waffen benutzen. Ich glaube, die Pistolen zählen auch da nicht, sondern nur die Langwaffen.